Hallo, ich bin Ben und ich erkläre dir heute, wie das Alte Testament entstanden ist. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Lass uns direkt starten. Bei vielen Texten ist es so, dass sie zunächst mündlich erzählt und dann später erst aufgeschrieben wurden. In der Bibel geht es um Geschichten, die die Menschen mit Gott erlebt haben. Gerade im Alten Testament lesen wir davon, was das Volk Israel mit Gott erlebt hat. Dabei geht es darum, dass Gott einen Mann, Abraham, erwählt hat, der Stammesvater seines großen Volkes zu werden. Ihm hat er versprochen, seine Nachkommen so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel oder wie der Sand am Meer. Was Gott verspricht, das hält er auch. Und so lesen wir in einer Reihe von Büchern, was aus diesen Nachkommen geworden ist. Die Sammlung dieser Bücher nennen wir das Alte Testament. Diese Geschichten wurden nicht digital festgehalten, so wie wir das heute kennen. Die Menschen damals hatten keine Computer und lange noch nicht das Internet. Die Materialien, die ihnen zur Verfügung standen, waren Steintafeln, Felsen, getünchte Steine, also Steine, die weiß angemalt wurden, gebrannte Tontafeln und Papyrus. Papyrus ist sozusagen Papier, das aus Fasern der Papyruspflanze hergestellt wurde. Das beschriebene Papyrus wurde dann zu Schriftrollen zusammengerollt und in Tonkrügen verwahrt, damit sie durch die Umwelteinflüsse nicht zerstört werden konnten. Später haben die Schreiber auch auf Leder geschrieben. Man nennt das auch Pergament. Da man aus einer Tierhaut nur 4 Seiten Pergament herstellen konnte, war dies sehr, sehr teuer. Wer etwas aufschreiben wollte, durfte sich also keine Schreibfehler erlauben. Geschrieben wurden die Geschichten und Bücher des Alten Testaments in hebräischer oder aramäischer Schrift. Wie die Schrift aussieht, siehst du hier. Gelesen wird Hebräisch von rechts nach links, also andersherum als bei uns. Eine Besonderheit des Hebräischen ist auch, dass es nur aus Konsonanten besteht und keine Vokal hat. A, E, I, O, U fehlen also. Das macht es oft schwer herauszufinden, wie ein Wort tatsächlich heißt. Ein ganz bekanntes Beispiel ist der Name Gottes. JHWH wurde uns überliefert. Wir sagen Jahwe oder Jahwe, während andere denken, es heißt Jehova. Merkst du den Unterschied? Lesen und Schreiben war im Volk Israel weit verbreitet. Die Geschichten davon, was ihre Vorfahren mit Gott erlebt haben, waren ihnen sehr, sehr wichtig. Deswegen wurden die Schriften sorgfältig verwahrt und weitergegeben. Einen großen Teil des jüdischen Glaubens machte auch das Studium und das Lehren der Schriften aus. Die Lehrer nannte man übrigens Rabbis. Die Israeliten haben sich sehr stark mit den überlieferten Texten beschäftigt. Sie haben Kommentare und Bemerkungen an den Rand geschrieben, um den Text besser zu verstehen, auch ohne Vokale. Diese Leute nennen wir Masoreten. Die Masoreten waren auch diejenigen, die die Schriftrollen immer wieder abgeschrieben haben. Dabei war es ihre höchste Priorität, keine Fehler beim Abschreiben zu machen. Denn wie du dich erinnern kannst, war das Schreibmaterial sehr teuer. Haben sie auch nur einen Fehler gemacht, mussten sie wieder von vorne anfangen. Aber Irren ist menschlich. Auch sie haben manchmal Fehler gemacht, die unentdeckt geblieben sind. Das hat dazu geführt, dass wir heute unterschiedliche Varianten von Texten vorliegen haben, die es uns manchmal erschweren herauszufinden, was denn der ursprüngliche Wortlaut des Textes war. Wir gehen dann meistens von dem ältesten Textfund aus oder aber von der Variante, die am häufigsten gefunden wurde. Ein sehr wertvoller Fund sind die Handschriften von Qumran. Qumran ist eine archäologische Stätte, die im Westjordanland liegt. Genau hier. Dort wurden nach dem Zweiten Weltkrieg viele sehr alte biblische Schriftrollen und Fragmente von Schriftrollen gefunden. Diese lagen in Höhlen, die in Felsen eingehauen waren. Umherziehende Wüstenbewohner, auch Beduinen genannt, haben sie gefunden. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie aufregend das war. Die Schriftstücke lagen in geschlossenen Tonkrügen, wo sie Jahrtausende überdauert haben. Diese Schriftstücke haben großen Wert für das Forschen nach dem ursprünglichen Wortlaut und für die Datierung der Bibelbücher, denn sie sind sehr viel älter als alle Schriftstücke, die wir bisher kannten. Die Originale der Autoren, die die Bibel geschrieben haben, haben wir leider nicht mehr. Dadurch, dass sie so alt sind, sind sie durch Sonne, Wind und Wetter oder auch durch mutwillige Zerstörung vernichtet worden. Aber dadurch, dass die Masoreten die Texte so gewissenhaft abgeschrieben haben, können wir annehmen, dass unsere heutigen Texte wahrscheinlich sehr, sehr nah dran sind am Original. So viel zum Alten Testament. Super, dass du bis hierhin zugehört hast. Für heute verabschiede ich mich und hoffe, dass du viel darüber lernen konntest, wie das Alte Testament entstanden ist.